Alles Gute, Herr Simonetti, zum 33. Geburtstag. Ja, es ist wieder ein Jahr vergangen, vieles ist passiert und wir werden sehen, was heute Spannendes auf uns zukommt. Lass uns mal kurz die Termine checken. In wenigen Minuten bzw. in kürzester Zeit kommt Simon mit seinem Body-Update. Es heißt, wir werden sehen, was Simon in 3 Wochen für eine Body-Transformation hatte. Ich bin sehr gespannt, ob es auch wirklich durchgezogen hat. Aber ich bin guter Dinge. Die ersten paar Wochen waren gut und jetzt müssen wir schauen, was die Waage sagt und die Messungen. Christian, heute ist die Messung mit Simon, was glaubst du? Ich weiß nicht. Wird's gut? Ja, mit Sicherheit. Da hat er gut gegessen und trainiert, oder? Ja. Du. Was war dein Eindruck? Ich meine, du hast ihn jetzt nicht persönlich kennengelernt? Nee, leider nicht. Übers Internet, was sagst du? Ja, ganz netter Kerl. Und bin mal gespannt, sind ja alle relativ dünn. Ja. Also müsst ihr ziemlich schnell zu Ergebnissen kommen eigentlich. Ja. Also wir werden schnell sehen, ob er seine Hausaufgaben gemacht hat, ne? Das auf jeden Fall. Na Johannes, wie sitzt dich auf dem neuen Sofa? Sehr bequem, muss ich sagen. Ja? Ja. Ja, Johannes macht ja immer die Designs auch für Coach Carter. Könnt ihr mal sagen, wie er das Design findet? Oder bist du offen für Kritik? Für positive, durchaus. Also schreibt mal drunter, wie ihr so das Ganze optische findet bei Coach Carter. Und vielleicht habt ihr noch ein paar Verbesserungsvorschläge oder ihr lasst es einfach nur bei Komplimenten. Servus. Servus. Simon ist am Start. Ja. Wie lief in den letzten 3 Wochen? Lief gut, Training hat Spaß gemacht, Essen ist auch gut gelaufen. Okay. Ja. Wir werden sehen, ob du die Hausaufgaben gemacht hast. Ja, ich bin auch mal gespannt. Messen und dann gucken, wo wir noch fein optimieren können. Kommst gut zurecht? Ja, kommt zurecht, ja. Hunger am Ende des Tages? Nee, aber oft teilweise über den Tag Hunger, auch wenn ich gerade das gegessen habe. Krass. Deswegen. Das kannst du, hätte man sich nicht vorstellen können am Anfang, oder? Nee, es wundert mich selber, dass ich, auch wenn ich schon noch so viel esse und noch mehr esse als sonst, dass ich immer noch dann Phasen habe, wo ich richtig Hunger habe. Das hätte ich nicht gedacht. Also ihr seht, Leute, man kann sich auch an Kalorien gewöhnen. Ich hätte es auch nicht gedacht, wenn man mal hochgeht von einer Diät von 2 auf 3 oder 3,5, da denkt man am Anfang, man explodiert. Und nach ein paar Wochen denkt man, was, 3000 Kalorien, wo bleibt der Rest? Also man kann sich wirklich an die Kalorien gewöhnen. Wir hatten 53,4. Also fast 2 Kilo zugenommen. Jetzt gucken wir mal die Maße an. Okay, wir hatten 24,5. Wir gucken mal. 25,6. Ja, 25,1. Da sind wir bei 86,5. Wow. 47. Da haben wir 47,5. 31. Und rechts sind wir bei 31. Generell leichte Veränderungen, weitermachen. Ja. Fast 2 Kilo. Also ich glaube, da ist so ein bisschen mehr möglich. Ja. Da hast du wahrscheinlich den einen oder anderen Tag nicht ganz mitgenommen. Ja, das war ich Seminararbeit. Okay. Und dann, da habe ich danach in 2 Tagen selber dann gemerkt noch so, oh, jetzt habe ich das voll vernachlässigt. Ja. Und habe dann gleich wieder angefangen, weil also normalerweise selber geärgert hat. Und genau. Bei mir sind halt irgendwie, bei mir 2 Tage wirken sich bei mir schon extrem aus. Das glaube ich. Also deswegen, Leute, wenn ihr zunehmen wollt, jeden Tag futtern, keine Ausnahme, besonders für viele Leute ist Wochenende, ja. Da schläft man länger, da macht man vielleicht Party. Da muss man gucken, dass man von seine Kalorien kommt, weil einer, der dünn ist, der tut sich schwer mit viel Kalorien essen und der hat auch keine Probleme, mal länger nichts zu essen. Ja. Und genau das ist das Problem, wirklich zu gucken, dass man da regelmäßig futtert, 7 Tage die Woche, mindestens 12 Wochen lang und dann gucken, wo steht man, wie kann ich weitermachen und so weiter. Was würdest du Leuten empfehlen, die jetzt auch vielleicht so dünn sind wie du und starten wollen? Du hast jetzt die ersten 3 Wochen hinter dir. Viel essen, auch wenn ihr teilweise keinen Hunger habt oder gerade mal keine Lust habt, euch was zu essen zu machen, zieht es trotzdem durch. Das Essen ist mit das Wichtigste und sobald das Essen kommt und sobald ihr im Essen drin seid, macht es mehr Spaß, ihr habt mehr Energie und dann auch macht auch das Training mehr Spaß, was ihr vielleicht auch vorher nicht gedacht habt, so wie ich. Also was ich immer predige, Leute, futtern, 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 futtern. Ja, das ist nicht viel, also nicht übertrieben viel, ihr müsst wissen, wie viel Kalorien ihr braucht. Das ist wichtig, gibt Kalorienrechner. Rechnet euch die aus
Und wenn ihr das dann gemacht habt, schaut, dass ihr da euer Kohlenhydrate, Fett und Eiweißgehalt richtig berechnet. Gibt es auch auf meinem Blog und überall viele Artikel dazu. Und dann schaut, dass ihr jeden Tag die Kalorien esst. 7 Tage die Woche. Also Simon, weiter futtern, ciao, und weiter trainieren. Ja. Und nächste Woche gibt es das nächste Video mit dir. Genau. Also Christian, er hat jetzt fast 2 Kilo zugelegt. Was meinst du? Drei Wochen? Hätte ein bisschen mehr gehen können. Ja, ne? Auf jeden Fall. Was hast du denn? Ich sag mal, in den ersten 10 bis 14 Tagen geht immer relativ viel mit dem Gewicht, weil man da extrem viel Nahrungsvolumen hat, mehr Wasser, was man vielleicht speichert, den Muskel, Kohlenhydrate, bla bla. Und dann geht es eigentlich langsamer. Also normalerweise, ich schätze mal 3 Wochen, ja, man kann schon fast 1 Kilo pro Woche jetzt aber eigentlich schon, in der Zeit. Das habe ich auch so im Kopf gehabt. Also deswegen bin ich mal gespannt, wie das nächste Update wird, aber muss dranbleiben und darf sich keine Ausnahme erlauben. Ne? Back in the office. Ich werde immer wieder gefragt, Flavio, was ist denn der Unterschied zwischen Muskelakademie und Coach Carter? Ich habe ja früher immer gesagt, Coach Carter, wenn ihr einen individuellen Trainings- und Ernährungsplan wollt. Es hat sich aber einiges getan, das hat der eine oder andere wahrscheinlich auch festgestellt. Deswegen, was ist der Unterschied? Kurz gefasst, Muskelakademie ist für Leute, die zu Hause trainieren und sagen, ich will zu Hause mit Trainingsgewichten das Maximale rausholen. Und Coach Carter ist dein eigener Trainer fürs Fitnessstudio. Das heißt, wenn du Muskeln aufbauen willst im Fitnessstudio oder abnehmen, das heißt dein Training optimieren willst, dann ist Coach Carter das Richtige. Wenn du zu Hause bist, dann ist die Muskelakademie das Richtige. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt sie mal unterhalb des Video. Nach einem schönen, lockeren Arbeitstag geht es erstmal nach Hause. Ein bisschen Zeit mit der Family verbringen und heute Abend mit der Frau essen. Was habe ich denn da Leckeres bekommen zu meinem 33. Und Geschenke, ganz viele tolle Sachen. Aber das Schönste ist nicht die materiellen Dinge, sondern die Menschen, mit denen man feiern kann. Und deswegen freue ich mich, mit meiner Familie und auch mit meinen Freunden meinen Geburtstag zu feiern.